Der Botanische Garten der Universität Braunschweig ist mit Sicherheit einer der beliebtesten, wie sagt man heute, Hotspots. Ich nenne es anders, eines der beliebtesten Naherholungsgebiete der Stadt Braunschweig. Zu Recht. Nicht nur der tolle Wasserfall unten im Tal zieht an, sondern vor allen Dingen auch die vielen Schauhäuser. Die sind zurzeit geschlossen, dazu später mehr. Ja, und da war es dann wiederum, gerade um diese Zeit rum, die Victoria-Rose, die Victoria cruciana, eine Riesenseerose, die viele, hunderte, tausende Besucher während ihrer Blüte angezogen hat. Naja, das wird sich ändern, aber dazu jetzt mehr. Hier wächst und gedeiht sie nun wieder einmal, wie alle Jahre, die großartige und vor allen Dingen große Victoria cruciana. Unsere riesengroße Seerose, die ein eigenes Haus hat hier. Das ist nämlich das Victoria-Haus, vor ein paar Jahren neu gemacht, weil es alt und marode war. Ja, und jetzt wächst sie auch. Man hat sie wieder angepflanzt. Corona hin, Corona her. Aber es ist Corona. Und ob dieses Victoria-Haus, wie die anderen Schauhäuser im Botanischen Garten, in diesem Jahr rechtzeitig noch geöffnet werden kann fürs Publikum, ich weiß es nicht. Hätte sowieso keinen großen Bock, da irgendwie noch hinzugehen. Ich würde es auch nicht schaffen. Man darf nicht vergessen, im Seerosenhaus, obwohl die Gänge wirklich jetzt breiter sind, war auch, ja, das war kein Zustand. Man hat da gedrängelt wie die Heringe in der Tonne. Also für mich wäre es nichts mehr aus gesundheitlichen Gründen. Aber es gibt ja noch genug anderes zu sehen und zu bewundern. Hier im Botanischen Garten. Unbedingt sollte man sich hier im Bauerngarten einmal umsehen. Es ist immer wieder ein Genuss. Eine Farbenpracht. Ich zeige davon noch mal ein bisschen mehr. Alles blüht hier voll in Blüte, alles wunderbar. Endlich sind auch wieder Schmetterlinge zu sehen. Eine wahre Freude. Und der Schmetterling. Von Blüte zu Blüte. Und kriegt einfach nicht genug. Da ist er. Oh ja. Ja, Zitronenfalter würde ich sagen. Schön gelb ist er jedenfalls. Und weg ist er. Und noch so ein Leckerbissen im Bauerngarten. Das sind natürlich die Artischocken, die hier ihren Stammplatz haben und von Hummeln eifrig besucht werden. Vielleicht sehen wir gerade mal eine. Ich weiß es nicht. Wunderschön. Nicht gerade mein Lieblingsgemüse. Diese Zuppelei an den Blättchen begeistert mich auch nicht. Herrlich old-fashioned dieser Rosenboden. Immer wieder schön das Neue. Mit schönen altmodischen Gartenrosen. Das dürfte der Baldrian sein, wenn ich mich irre. Voll in Blüte. Was brauche ich eine Cruciana, wenn ich Baldrian habe? Der beruhigt mich immer so schön. So, dann rolle ich mal durch den Garten nochmal hier im Sauseschritt mit einem Blick auf meinen Lieblingsbaum. Die alte, riesige Blutbuche oder auch Rotbuche genannt. Verabschiede ich mich heute aus dem Botanischen Garten, werde aber wahrscheinlich bald wieder hier sein.